Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer. Und nach dem Hanebüchen der letzten Videos möchten wir doch dieses einmal uns Tipps ansehen, wie man sein Aquarium schön halten kann. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn ich euch nun Tipps an die Hand geben kann, wie euer Aquarium so schön wird wie dieses. An dieser Stelle kann ich zunächst einmal darauf eingehen, dass im Aquarium Schönheit erstmal im Auge des Betrachters liegt. Von daher würde ich in diesem Falle von schön sprechen im Sinne von gepflegte Pflanzen, unter Wasser ein sauberes Wasser, im Allgemeinen schöner Besatz mit vielfältiger Art, bestenfalls natürlich auch, sagen wir mal, naturnah und mit den besten Bedingungen. Und so denke ich, ist das hier durchaus als etwas schöner zu betrachten als mein Aquarium, wo die 100 Moosbälle ihr Grab gefunden haben. Genau, aber um nun auf das Thema zu sprechen zu kommen, zunächst einmal ist es hilfreich für euch, wenn ihr ein schönes Aquarium haben möchtet, da zu beginnen, euch die Pflanzen auszusuchen, die euch am besten gefallen und die vielleicht auch am besten wachsen oder zu euren Arten passen. So wie hier mein indischer Wasserfreund, nehme ich mal an, das im Hintergrund. Dieses faseriges könnte aber auch Nadelkraut sein. Die Wasserpest hier vorne und dieses blättrige hier, diese Froschlöffelartigen, das sind so die Pflanzen, die für die sich hier entschieden wurde. Aber da seid ihr in der Gestaltung ganz frei. Auch ein Marimo-Ball findet natürlich neben Aquarium Platz. Wenn es nicht 100 sind, dann tragen sie viel dazu bei, dass euer Aquarium auch für die kleinsten Bewohner wie die Garnelen und die Schnecken Nahrung bietet. Denn der Marimo-Ball ist ohne Zweifel die Nummer 1 für die Pflanzen bei Garnelen, die man sich zulegen kann. Wobei die Marimo-Bälle ja eben nicht unbedingt Moos, sondern eigentlich eine Algenart sind, die sich so ballförmig anordnen, aber im Prinzip nicht weiter verbreiten, sondern allerhöchstens etwas heranwachsen. Aber an allen Flächen, die blank liegen, können sich kleine Algen ansiedeln, die unsere Garnelen dann abfressen. Das heißt, sowas könnt ihr euren Bewohnern bieten, wenn ihr Krebsartige oder Garnelen habt. Wie auch einige Holzwurzeln, so Morkienholz in der Art. Macht ein Aquarium noch gleich viel schöner. Soviel also zu diesem Thema der Bepflanzung. Man sollte auch darauf achten, nicht zu viele Pflanzen, aber auch nicht zu wenige zu wählen. Denn zu viele Pflanzen können im Aquarium dazu führen, dass es zu Sauerstoffmangel kommt bei Nacht, weil die Pflanzen eben nachts Sauerstoff verbrauchen und Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Erstaunlicherweise, am Tag ist es genau umgekehrt. Das heißt, im Großen und Ganzen würde ich mal nicht davon ausgehen, dass zu viele Pflanzen direkt alles in eurem Aquarium über den Jordan gehen lassen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig und sinnvoll, da eine richtige Anzahl zu wählen, die man dann auch entsprechend pflegen kann, aber nicht muss, mit Stickstoffdünger im Wasser beispielsweise, wobei die Pflanzen meistens doch die Nährstoffe, die sie brauchen, eben aus dem Wasser erhalten und vielleicht auch aus dem Boden. Die hier, die wir sehen, sind nämlich verwurzelt, aber zum Beispiel die Wasserpest kann auch frei im, also das ist die Wasserpest, die kann auch frei im Aquarium umherschwimmen und sich ausbreiten. Die bildet dann eben solche Stränge hier und filtert sehr gut auch Schadstoffe. Ihr könnt auch daran erkennen, ob in einem Aquarium alles im Lot ist. Wenn die Pflanzen schön grün sind und sich entwickeln, habt ihr auf jeden Fall nicht zu wenige Nährstoffe. Wenn sie allerdings braun werden und absterben, solltet ihr mal eure Wasserwerte überprüfen im Allgemeinen. Aber das alleine kann immer noch nicht reichen, wenn ihr Pech habt und mit der Beleuchtung nicht alles hundertprozentig perfekt macht. Oder durch das Fenster die Sonne hereinscheint, selbst dann kann im Aquarium eben Algenwachstum begünstigt werden und das äußert sich in diesen Fäden, die man dann überall sieht und den Ablagerungen, die ja hier erstaunlicherweise nicht vorhanden sind, was eben auf die wöchentliche Pflege zurückzuführen ist. Wasserwechsel von zwei, naja, zwei Dritteln ist wohl etwas zu hoch gegriffen, sagen wir mal, 30% höchstens pro Woche, aber damit ist das Wasser ausreichend gewechselt. Und so kann man eben dann damit auch etwas, wenn man Frischwasser dazu gibt, die Konzentration von den Stoffen wie Nährstoffen auch im Wasser etwas reduzieren.
Was in der Regel aber nicht nötig ist, wenn ihr ausgewogenen Besatz habt. Denn beispielsweise hier sehen wir unsere Panda-Welse, die am Boden auch den Dreck sozusagen fernhalten, da sie teilweise die Dinge fressen, die Guppies verschmähen, wenn es Futter gibt, von der Oberfläche sich angeln. Und deswegen ist es gut, immer ein paar grundlegende Lebensformen zu haben. Dazu gehören auch beispielsweise Schnecken zum Teil. Wobei es verschiedene Arten von Schnecken gibt. Einige sind grundlegender als andere. An den Scheiben beispielsweise, das ist auch bei den Welsen ähnlich. Da gibt es Saugwelse, die an der Scheibe sich festsaugen. Wirklich erstaunlich. Und so sind sie alle angepasst auf ihr Spezialgebiet und im Team dann sehr gut geeignet, euer Aquarium weitestgehend sauber zu halten. Auch wenn gegen Algen kein Kraut wirklich gewachsen ist. Aber vielleicht habt ihr in den Kommentaren ja da einen guten Tipp für mich und die anderen Aquariumfreunde, was bei Algen wirklich, wirklich hilft. Da gibt es ja sehr vielfältige Tipps. Da habe ich sicher auch schon den einen oder anderen auf meinem Kanal euch geteilt. Bei der Frage nach einem schönen Aquarium stellt sich auch die Frage der Dekoration. Wie man hier sieht, habe ich meinen Taucher und ein Piratenschiff, einen Schiffswrack hier drin, was prinzipiell Geschmacksfrage ist, ob man sowas in seinem Aquarium möchte. Aber wenn man es möchte, kann man darauf achten, dass es wie hier unten eine Versteckmöglichkeit für beispielsweise die Welse gibt, die sich, wie wir schon erfahren haben, eben gerne am Grund aufhalten und auch oft diese Versteckmöglichkeiten hier wahrnehmen. Das heißt, es muss für das eine dem Auge natürlich gefallen, aber zum anderen kann man auch darauf achten, dass es den Bewohnern gefällt. Wie beispielsweise mein riesiger Glaskopf in dem einen Aquarium doch eher gewagt war, da er für die verschiedenen Tiere keinen Nutzen hatte, außer der Oberfläche, an der sich etwas ansetzen konnte. Aber das geschieht in der Regel nämlich an allen Oberflächen, wie wir es ja hier schon gesehen haben, der Algenfilm, der aber absolut nicht schlimm ist, sondern eben Nahrung für die kleinen Tierchen wie die Garnelen. Beim Besatz könnt ihr übrigens auch darauf achten, dass die verschiedenen Tiere, die ihr wählt, sich gut miteinander vertragen und natürlich auch, wie der Fisch hier hinten zum Beispiel oder hier unten, der Guppy, mit den gleichen Wasserwerten sich zufrieden gibt, wie beispielsweise die Welse. Es gibt ja durchaus den ein oder anderen Fisch, der andere Werte bevorzugt als eben die herkömmlichen Guppies, die bei fast jeder Wassertemperatur und jedem Wasserwert, der so geläufig ist in den Haushalten, eben zurechtkommen und deswegen auch gut als Einsteigerfische geeignet sind und doch sehr schön auch die Augen erfreuen mit ihren farbenprächtigen Erscheinen. Wobei das jetzt ein weiblicher Guppy ist, der eher dezent ist. Die Männchen sind ja die mit den prachtvollen Schwanzflossen und dem etwas schlankeren Aussehen. Aber beides kann man sich im Aquarium schön halten. Das Verhältnis von Männchen und Weibchen sollte im Aquarium natürlich auch ausgeprägt sein, damit sie gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig bedrängen. Aber im Prinzip reguliert sich dann der Bestand von selbst über die Zeit hinweg. Denn es wird nur so viel Nachwuchs dazukommen, wie eben das Aquarium auch in der Lage ist zu fassen. Die Jungfische werden sich dann mit der Zeit auflösen, sozusagen. Und eben, so ist der Kreislauf. Manche werden auch gefressen. Das kann bei Überpopulation zum Beispiel auch sein. Aber zu dem Thema Überpopulation lässt sich sicher ein eigenes Video produzieren. Hier wollte ich nur an dieser Stelle einmal darauf eingehen, was hier so getan wird, damit das Aquarium so schön optisch bleibt, wie wir es hier sehen können. Um es also an dieser Stelle noch einmal zusammenzufassen, würde ich sagen, um ein schönes Aquarium zu haben, sollte man im Besonderen darauf achten, dass man sich die richtigen Pflanzen im ausgewogenen Maß, aussucht für die Ansprüche, die man selbst hat in seinem Aquarium und auch die Bewohner. Das soll im Konkreten heißen, es kann schön und auch artgerecht sein. Denn wie wir jetzt auch erfahren haben, zum Beispiel, manche Dinge sind für andere Bewohner eher geeignet, wie kleine Höhlen oder auch die Moosbälle, die sind wobei auch generell einsetzbar. Aber das sind natürlich dann eben nur die ersten Punkte. Im Wesentlichen geht es darum, zur regelmäßigen Pflege, das heißt die Scheiben zu putzen, das Wasser ab und an zu wechseln, alle 2 Wochen zu einem Drittel, würde ich sagen, um den Peil sollte ausreichen. Und natürlich einiges Mal auch die Filter auszutauschen.
Denn ein Filter, wenn er hier betrieben wird, wird mit der Zeit auch an Filterkraft verlieren. Damit euer Wasser sauber bleibt, sind das also die Tipps. Und ansonsten, gegen den Mulm und andere Verschmutzungen im Aquarium kann man sich einen Mulmsauger zulegen, aber es gibt auch einige Arten eben, die Bodengrundler sind und so kann man Mulm vorbeugen, damit er gar nicht erst zu einem optischen Problem im eigenen Aquarium wird. Ich denke, ansonsten hat bestimmt jeder von euch auch noch einen eigenen guten Tipp auf Lager, was man tun kann, um sein Aquarium schön und sauber zu halten. Damit ihr natürlich in Zukunft auf dem Laufenden bleibt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane. Vielleicht könnt ihr den auch nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat.